Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays. Was geht? Ich habe das letzte Mal so ein bisschen reingeschissen, weil ich blindlings einen Krieg angefangen habe zu erklären. Und Argentinien angegriffen habe, was in einer Zollunion mit Brasilien ist. Und sich dann die USA auch noch mit reingestellt haben. So richtig schön klassisch, wie man es natürlich kennt. Von Victoria, ne? Wenn man mal nicht ein bisschen drauf achtet, mit wem die Leute verbündet sind, kriegt man mal ganz, ganz flott auf die Fresse. Das ist passiert. Ich habe hier jetzt so einen kack-amerikanischen Klecks drin. Argentinien hat sich Córdoba zurückgeholt, was mir richtig gegen den Strich geht. Weil das wirklich eine wichtige Länderei gewesen ist. Und ja, ist einfach scheiße. Sagen wir es mal so. Dafür wird unsere Armee jetzt ein wenig ausgebaut. Wir sind in einem Bündnis mit Peru, Bolivien. Das heißt, wir können uns jetzt auch mit Brasilien anlegen. Was wir hoffentlich auch relativ bald machen werden. Und wir können ja auf die gegenseitige Unterstützung hoffen. Deswegen hoffe ich auch mal drauf, dass vielleicht Peru, Bolivien irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mal einen Krieg gegen den Brocken hier anzettelt. Das wäre mir persönlich ein Anliegen. Bin ich ehrlich. Ich würde tatsächlich Peru, Bolivien auch erstmal Mato Grosso gerne dafür sogar anbieten. Wenn ich mich hier unten reinfräsen könnte. Und vor allem, wenn ich Argentinien kriegen könnte. Das wäre mir wichtig. Dass ich hier nach unten schön freie Hand habe. Aber das wird noch dauern. So ist es. Kompanien, da muss ich auch mal noch tatsächlich gucken. Wir haben hier nämlich mögliche Kompanien. Dafür brauchen wir Schwefelminen und das kann nicht gegründet werden. Staatsregion ist ein Körper. Okay. Bajo, Paraguay. Ah, dafür müsste ich Paraguay einnehmen. Okay, die sind tatsächlich schon umsetzbar. Hier. Logistik freigeschalten, sehr schön. Was gibt's denn hier? Inkorporierter Staat ist größer oder gleich 10. Ah, leck mich doch am Arsch. Hier. Ah, okay. Die Chile Getreide GmbH, die könnte ich tatsächlich schon bald gründen. Gibt es denn irgendwas, was ich schon gründen kann? Nee, ne? Nee. Okay, das heißt, die Chile Getreide GmbH, dafür brauche ich noch ein Weizenfeld. Die Frage, wo sind diese neuen? Da sind 5 und da sind 4. Machen wir hier mal noch eins drauf. Mal gucken, ob das schon was bringt. Das werden wir auch direkt in der Baureihe ganz nach vorne ziehen. Das dauert nämlich nur 16 Wochen. Dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht schon so eine Kompanie gründen können, um unser BIP ein bisschen schneller hochzuknallen. Die Versammlungsfreiheit schreitet auch immer weiter voran. Das ist sehr gut. Nur noch minus 1. Kacke, weil die wieder Einfluss generieren.
Hier sind anscheinend nicht alle voll besetzt. Und es fehlen wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen, ja? Nice. Versammlungsfreiheit wurde beschlossen. Sehr gut. Und fertig. Kann ich jetzt eine Kompanie gründen? Okay, gut. Das muss insgesamt auf Stufe 10 sein. Okay, Infrastruktur. Es werden 30 von 22 genutzt. Das heißt, ich mache gerade miese. Das ist schlecht. Da mache ich ein Plus. Da können wir doch hier mal das noch hoch machen. Dann gehen wir in die Bauvorhaben rein. Setzen die 5 mal nach oben. Wahl davor, Hafen in Santiago davor. Die Uni muss natürlich auch noch da rein. So. Schiffswerft da dazwischen, Kriegsschiffwerft. So. Ah, diese Kackbaueffizienz, ne? Glücklicherweise wird er auch ordentlich in den Investitionsfonds noch eingebuddert. Dadurch bauen wir glücklicherweise auch gerade 2 Gebäude. Was haben wir hier? Kanonengießerei in Santiago. Sehr schön. Das finde ich doch mal eine gute Sache. Und jetzt müssen wir hier auf jeden Fall ein bisschen voranskippen. Breiten uns hier weiter aus, ist auch schon mal nicht schlecht. Geht relativ zügig sogar mittlerweile, wenn ich das so richtig sehe. Finde ich gut. Aber wir sind trotz allem relativ langsam unterwegs. neun Wochen, das wird länger dauern. Wir brauchen halt diese Kompanien langsam, um halt schneller voranzukommen und besser voranzukommen. Mir fällt gerade ein, wir haben ja gerade überhaupt keinen Gesetzesbeschluss am Laufen. Da müssen wir doch mal schauen, was wir machen können. Grenzkolonialisierung, wenn wir Ausbeutung nehmen, dann kommen wir schneller voran, ne? Na, nicht wirklich. Aber die Durchsetzung... Ja, okay, gut, wir bauen da ja nicht wirklich in den Staaten. Deswegen ist uns das, glaube ich, jetzt erstmal egal. Wenn wir laissez-faire nehmen, dann geht halt mehr an die Privatbauten. Das ist eher weniger gut im Moment. Freihandel wäre natürlich nicht schlecht. Dadurch werden aber die Kleinbürger radikal. Kirchenschulen zu öffentlichen Schulen. Privatversicherung. Da hat keiner was dagegen und das ist gut. Das ist eine gute Sache. Sehr schön. Hier geht's weiter. Da haben wir jetzt Infrastrukturnutzung auch ein bisschen höher, aber das wird schon besser. Weil da kommt ja jetzt dann noch ein Hafen. Wie lange braucht der? 32 Wochen. Boah, das dauert alles so ewig. Jetzt so gerne mehr Bausektoren. Aber das können wir uns einfach hier nicht leisten. Wir haben zwar relativ viel Holz, aber Eisen haben wir nicht so viel. Das ist schon mal nicht so geil. Tuch sind wir gerade so drüber.
Was? Kolonialisierungsrecht kann nicht länger aufrechterhalten werden? Warum? Ah, guck mal. Wir können ja jetzt endlich ganz Südamerika einbeziehen. Chillig. Das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber klar. Technik. Ah, wir haben halt so ein ganz großes Problem. Also, wir haben glücklicherweise gut was an Prestige. Wieder. Aber trotz allem, alles nicht so mega geil. Und das dauert jetzt noch über 2 Jahre, bis das fertig ist. Und die hängen halt immer noch mit denen dann wahrscheinlich zusammen, ne? Ja. Könnte ich den überhaupt einen Krieg erklären? Interaktion? Ich schulde Brasilien eine Verpflichtung, kann deswegen nichts machen. Oh, dein Ernst? Wie lange schulde ich diese Verpflichtung noch? 18 Monate. Okay. 1,5 Jahre. Das ist zwar nervig, aber ist okay. Damit kann ich noch leben. Jetzt muss ich aber auch mal noch was gucken. Wir haben jetzt hier 15. Da haben wir noch plus 1. Ja. Dann will ich aber tatsächlich auch noch in Santa Fe 5 mobile Artillerie. Und 5 Linieninfanteristen. Und 3 Reiterei. So. Haufen Zeug in Santa Fe. Aber Santa Fe wird jetzt auch... Oh, guck mal hier, ich habe nur noch 72. Wo geht denn so viel flöten? Straßenerhalt, Tucumán. Wie sieht's denn in Tucumán aus? Wird gerade nichts gebaut, außer später die Eisenbahn. Dann brauche ich hier auch keinen Straßenerhalt. Aber in Santa Fe brauche ich Straßenerhalt. Erfolgswahrscheinlichkeit ist gut. Erhöhte Migrationsanziehung finde ich auch gut. Aber wir brauchen mehr Einwohner. Der Verlust von Córdoba ist schon eine harte Nummer gewesen. Das tut wirklich richtig weh. Und schlägt uns auch wirklich gut zurück. Weil die Gebäude, die hier drin waren, die haben echt schon einen guten Unterschied gemacht. Da bin ich jetzt mal ehrlich. 7 plus 21. Wir haben insgesamt 16. Kriegen aber jetzt dann noch mehr. Oh, apropos.
Ich müsste vielleicht auch mal die Andenarmee ein bisschen ausbauen. Wird einfach nur eine Infanterieeinheit. 45 Tage. Was haben wir hier? Einflussreiche Fraktion, Interessengruppe. Was geht hier? Oh ja, da kriegen die Industriellen mehr Anziehung. Das finde ich auch gut. Mal kurz hier gucken. Diplomatie. Okay, die haben mit niemandem einen Diplomatiepakt. Da würde ich die tatsächlich als nächstes auch snacken. Und zwar durch zum Protektorat machen. Es gibt wenig Verrufenheit. Ich glaube nicht, dass sich da jemand einmischt. Und wenn doch, ich habe ein Bündnis mit Peru, Bolivien. Dang it. Ja. Dann hoffen wir mal aufs Beste. Franzosen haben ein Bündnis mit denen. Oh, das ist geil. Peru, Bolivien wird beeinflusst, wenn da Brasilien rüberrutscht. Sehr schön. Immer noch in der Unterstützungsphase, aber sieht schon mal gut aus. Ich muss mich ja jetzt hier irgendwie noch breit machen. Und mehr Bevölkerung kriegen. Da muss ich auch langsam mal drüber nachdenken, dass ich hier meinen Truppen vorankriege. What the hell? Warum lauft ihr nicht einfach hier rüber und dann da durch? Sondern verschifft euch. Hier ist doch eine Brücke. Keiner, der joinen will. Mal gucken, was da passiert. Wenn ich das hier einfach dann nur noch übrig lasse. Die scheinen besorgt. Verständlich. Kriegsreparation können wir auch noch gerne mit reinpacken. Ich meine, ich biete euch das an. Ihr könnt auch einfach nachgeben, dann seid ihr nur Protektorat. Also die Wahl habe ich euch gelassen. Aber wenn ihr nicht anders wollt. Sehr schön, Gesetz erreicht Analyse. Dann gibt es nur noch Paraguayanisch Mato Grosso. Ja. Keiner will mehr mitmachen. Ja, schade für euch.
Bin ich ehrlich, finde ich wirklich schade. Minus 39,68. Scheiße. Plus 32 durchlaufende Kriege, sehr schön. Oh, das ist sehr gut, dass ich jetzt einen Krieg führe. Und in 24 Wochen gibt es eine neue Uni. Das macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied. Kriege ich hier endlich die chilenische Nation langsam zusammen. Das sollte hier ja gar kein Problem sein. Ja, es gibt dann schon eine 30er Armee, wenn das alles durch ist. Und hier nochmal eine 5er. Insgesamt Armeestärke von 35 für die Landesgröße finde ich es eigentlich ganz nice. Vor allem haben wir dann, glaube ich, auch genug Power, um auf jeden Fall gegen Brasilien klarzukommen. Spulen wir mal ein bisschen vor, was wir sehen, wie hier der Spaß gewonnen wird. Gescheiterte Verteidigung. Ja. Und die letzte Bastion. Ebenfalls weg. So, was kriege ich denn? Oh, ich kriege richtig viel. Oh, ist das geil. Das bleibt dem. Das ist voll fein. Aber das hier ist dann unser. Das wird hoffentlich Cordoba ein wenig kompensieren. Ich meine, gibt's einen Haufen Arbeit. Hat zwar Probleme, weil Holz fehlt, aber hier gibt es dann auch Holzfäller. Das ist schon nicht so verkehrt. Sehr schön, private Krankenversicherungen wurden abgeschlossen. So. Perfekt. Ideal. Das war jetzt sehr gut für uns. Baggio Paraguay zu kriegen, war jetzt sehr, sehr wichtig. Jetzt können wir nochmal in Kompanien gehen. Umsetzbares. Gibt es irgendwas, was man umsetzen kann? Nee, leider nicht. Aber hier, komm mal bald hin. Hier. Wenn die drei fertig sind, dann können wir es gründen. Drei Maisfelder, wo sind die? Das sehe ich ja hier. Achso, ich muss auf die drei. Okay, gut. Blöd verteilt. Das würde gehen. Reisfelder erhöhen. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Okay, wir werden auf jeden Fall zuerst die hier gründen. Die Chile Getreide GmbH. Ein Gebäude der Art Waffenfabrik auf Stufe 5. Da geht leider nichts. Minus 1 noch, das heißt 86 Wochen. Oder warte, war das pro Monat? Oh ne, pro Monat 86 Monate. Das sind ja noch Jahre. Wir haben zu viele fremde Kulturen.
Minus 4,0 ist halt echt schon scheiße viel, ne? Oh, und jetzt brauchen die Läden da auch noch Dünger. Und das habe ich total nicht gerafft gehabt, dass ich das machen müsste. ihr Tiere. Was geht hier? Verbesserte Wollgewinnung. Oh Gott, ey, städtisch. Ich habe gar keine Düngerfabrik. Kacke. Ich habe keinen Laden, in dem Kacke produziert wird. Das ist Kacke. Zack, das muss vor. 53 Wochen. Ich krieg einen Krampf. Aber es geht nicht anders. Das muss zuerst gemacht werden. Und wir machen ein wenig Minus. Woran hängt's? Wahrscheinlich an fehlender Bürokratie. Dann muss ich doch den Kollegen hier noch vorziehen. 24 Wochen. Okay, gut. Das geht schon. Okay, dann beschleunigen wir das jetzt noch mal ein bisschen durch. Während das durchbeschleunigt, würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Freunde, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst natürlich gerne ein Like da. Lasst natürlich gerne ein Abo da. Würde mich extrem freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder einschaltet. Und sonst gibt es nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!